Genau, damit wäre bereits der erste Punkt angesprochen. Aber zuerst noch einen ganz guten Morgen an alle und herzlich willkommen zu diesem Workshop zur Konversion der fossilen Industrien, um die wir das erreichen können. Wir möchten diese Veranstaltung aufzeichnen, auch mit dem Ziel, dass wir sie danach auf eine Rückblicks-Homepage verfügbar machen können für Leute, die das gerne nachschauen würden. Wir möchten aber nur die Inputs der Referierenden aufzeichnen und nicht die gemeinsame Diskussion. Das heißt, da müsst ihr euch nicht zurücknehmen. Ihr könnt während den Inputs die Kameras ausschalten, wenn ihr das möchtet. Aber danach, während den Diskussionen, können wir dann auch unaufgezeichnet noch gemeinsam darüber diskutieren, was ein wichtiger Teil des anderen Davos ist. Das andere Davos ist eine alljährlich stattfindende Konferenz und damit möchten wir einen Gegengipfel setzen zum World Economic Forum, dem WEF in Davos, das jeden Jahr da stattfindet und Tausende von Vertretenden von Konzernen, Regierungen, Medien, NGOs und so verbindet und die geben davor, sich für die Lösung der dringendsten Menschheitsprobleme zu kümmern. Wir sind der Meinung, dass wir an diesem Gipfel uns von unten organisieren müssen und unsere eigene Vision und Strategien miteinander diskutieren müssen, ohne dass wir mit den Herrschenden am World Economic Forum in Kontakt treten. Das ist die Bewegung für den Sozialismus. Dies ist eine schweizweit aktive sozialistische Organisation und wir engagieren uns in verschiedenen sozialen Bewegungen, insbesondere zu Fragen der Ökologie, der Migration, des Antirassismus, des Feminismus und der Arbeitswelt. Wir versuchen damit auch in verschiedene gesellschaftliche Debatten zu intervenieren und Organisationsprozesse anzuschieben und darin auch mitzuwirken. Neben Zürich gibt es auch noch in Basel, in Genf, in Lausanne und in Tessin weitere Sektionen der BFS. Und in Zürich und vielleicht auch bald in Basel existieren dazu auch eine Jugendgruppe, die BFS Jugend Zürich und die BFS Jugend Basel vielleicht auch bald. Genau. Noch kurz zu mir. Genau, ich bin Florian, Aktivist der BFS, habe ich noch vergessen. Aber viel wichtiger sind natürlich die Gäste, die wir heute an diesem wundervollen Workshop dabei haben. Das sind einerseits Laura und Janis vom offenen antikapitalistischen Klimatreffen München. Sie sind aktiv in der Kampagne Klimaschutz und Klassenkampf. Sie sind der festen Überzeugung, dass die Klimabewegung und die Industriearbeiterinnen denselben Kampf führen, nämlich gegen das Kapital und dessen Umweltzerstörung. Und sie haben sich länger mit dieser Verbindung von Klimakämpfen und Arbeitskämpfen beschäftigt. Und letzten Sommer, wie Sie selbst gleich bald erzählen werden, haben Sie eine fast schon historische Intervention in einem Industriewerk von Bosch in der Nähe von München geleistet. Und diese Kampagne trägt den treffenden Namen Klimaschutz und Klassenkampf. Und damit ist Ihnen die wahrscheinlich erfolgreichste Intervention gelungen im deutschsprachigen Raum in der jüngeren Vergangenheit, um die Kämpfe von ökologischen und ökologische Kämpfe und Arbeiterinnenkämpfe zu verbinden. Ich stelle hier noch kurz die Websites von Ihnen in den Chat. Das könnt ihr auch später noch anschauen, wenn ihr wollt. Und als zweiten Gast freue ich mich auch sehr, dass Christian Zeller heute hier ist. Er ist ein ökosozialistischer Aktivist und hoffentlich habt ihr alle schon etwas mal von ihm gelesen. Er ist in verschiedenen und schon lange in verschiedenen politischen und ökologischen Zusammenhängen politisch aktiv, ist nebenher auch noch Professor für Wirtschaftsgeografie in Salzburg und hat das Buch geschrieben, Revolution für das Klima, warum wir eine ökosozialistische Revolution brauchen. Und er argumentiert darin, wie auch in vielen anderen Texten, für ein ökosozialistisches Dringlichkeitsprogramm, das von der lohnabhängigen Mehrheit erkämpft wird, um das Überschreiten der klimatischen Kipppunkte zu verhindern und auch die Lebensgrundlagen damit für die alle Menschen auf eine solidarische und langfristige Weise rational zu organisieren. Und es ist klar, dass ein solches Ziel nur mit einem revolutionären Bruch des produktivistischen Kapitalismus gelingen kann. Auch von ihm stelle ich noch kurz einen Link in den Chat, falls ihr euch das später noch ansehen möchtet. Der Link geht zu seinem Buch Revolution für das Klima.
Gut, ich habe gesehen, dass noch einige Leute in der Zwischenzeit eingetroffen sind. Das ist super, wenn es keine technischen Belange noch gibt. Ich kann vielleicht noch mal auf die Traduction, vers le français. Alors, s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a besoin, on peut écrire quelque chose dans le chat. Genau. Und damit würde ich eigentlich gerne schon weitergeben an Laura, an Janis von der Initiative Klimaschutz und Klassenkampf. Ich habe nur mal ganz kurz angedeutet, wer ihr seid, was ihr macht. Das könnt ihr aber bestimmt auch selber besser erklären. Wie versteht ihr euch? Wie arbeitet ihr? Was ist euer Selbstverständnis? Und danach aber auch ganz besonders, wie ist es euch gelungen, letzten Sommer diese Intervention zu leisten? Was wird in diesem Werk überhaupt produziert? Wie setzt sich die Belegschaft zusammen? Wie habt ihr den Kontakt hergestellt? Wo konntet ihr anknüpfen, wo nicht und wo gab es Konflikte und wie seid ihr damit umgegangen? Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin die Laura, das ist der Jannis, wie bereits gesagt, vom antikapitalistischen Klimatreffen. Klimaschutz und Klassenkampf, wovon der Florian gerade gesprochen hat, war eine Kampagne, die wir aus dem Klimatreffen herausgemacht haben. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz zwei, drei Sätze zum antikapitalistischen Klimatreffen sagen und zu unserer Arbeitsweise. Und genau, dann würden wir relativ schnell anfangen, auf die Kampagne einzugehen. Das antikapitalistische Klimatreffen in München war das erste Klimatreffen in Deutschland. Es gibt es seit knapp 2,5 Jahren und die Idee dahinter war, ein Teil sozusagen, ein Treffen innerhalb der Klimabewegung zu schaffen, das sich zum einen auf Klassenkämpfe fokussiert, das heißt, dass die Notwendigkeit sieht, gemeinsam mit den Beschäftigten Kämpfe zu führen und eben auch vor allem in seinen Forderungen nicht beispielsweise konsumkritisch zu agieren oder quasi Forderungen aufzustellen, die letzten Endes für einen Großteil der Menschen, für die arbeitende Klasse, zwar für kontraproduktiv sind, gegen sie gewendet werden können, sondern tatsächlich immer in den Forderungen, in der Herangehensweise klassenkämpferisch zu sein. Wir kämpfen für ein Wirtschaftssystem in den Händen der Menschen, für den Sturz des Kapitalismus. Sieht man auch schon ein bisschen am Namen, antikapitalistisches Klimatreffen. Und da es ein offenes Treffen ist, ist es quasi die Idee, dass jeder und jede, die vorbeikommt, quasi sofort mitmachen kann. Wir haben, wie gesagt, angefangen in München 2019, Ende 2019. Das hat sich relativ schnell verbreitet. Also es gibt inzwischen 10 Klimatreffen, antikapitalistische Klimatreffen in Deutschland. Nee, ich glaube sogar 11 seit kurzem. Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen eine Bewegung geworden inzwischen in Deutschland, die sich ausbreitet von Leuten aus der Klimabewegung, die in eigenen Städten Klimatreffen aufmachen, antikapitalistische Klimatreffen aufmachen und da versuchen, eine klassenkämpferische, revolutionäre Klimapolitik zu etablieren. Genau, so viel zur Vorrede. Jetzt übergebe ich gleich mal an den Jannis, der ein bisschen was sagen wird zur Situation bei Bosch, woran wir angefangen haben zu arbeiten, ja, im Sommer letzten Jahres. Genau, ich würde einfach so ein bisschen anfangen, ein bisschen Hintergrund dem Bosch-Werk zu geben. Wir werden dann nachher nochmal näher darauf eingehen, also wie dann die Kampagne ausgeschaut hat und was wir da gemacht haben konkret. Das Ganze heute wird sich sehr viel um ein Bosch-Werk in München Berg am Laim drehen. Da wurde letzten Sommer im Juni von Bosch verkündet, dieses Werk schließen zu wollen. Und in der Presse oder in den Medien wurde von Bosch klar kommuniziert, das sei jetzt notwendig aufgrund von Umstellung auf Elektromobilität etc. Also und auch dem einhergehenden Klimaschutz, den Bosch damit vorantreiben möchte. Genau. Und das Werk in München Berg am Laim hat jetzt so knapp 250 Mitarbeitende, davon auch ein bedeutender Teil irgendwie Leiharbeiter oder Leiharbeit, die da in dem Werk stattfindet. Und das Werk wurde über die letzten Jahrzehnte immer weiter verkleinert. Also hat irgendwie Anfang der 2000er angefangen mit knapp 1400 Mitarbeitenden, die dort noch gearbeitet haben. Und dann gab es 2009 gab es eine große Verlagerung nach Tschechien, wo sehr viele, also wo das Werk deutlich verkleinert wurde. Und es gab dann währenddessen immer wieder, also
sei immer wieder mussten die, also gab es Lohnverzichtsforderungen von Bosch, um das Werk überhaupt weiter zu behalten. Also die Mitarbeitenden mussten auf Teile ihres Lohns verzichten, damit das Werk erhalten bleibt. Und es war immer das große Versprechen von Bosch dahinter, quasi, dass dieses Werk erhalten bleibt, wenn die Arbeiter auf Teile ihres Lohns verzichten. Genau, so viel mal zum Hintergrund. Also genau, was wird überhaupt produziert da? Das ist vielleicht noch recht spannend. In dem Werk werden Dieselpumpen oder Benzinpumpen hergestellt und Einspritzventile für den Dieselmotor. Also wirklich schon direkt Teile, die man nur für die Verbrennerproduktion also braucht. Sowohl LKW als auch PKW. Genau. Genau, was haben wir jetzt da gemacht? Letzten Endes sind wir, muss man sagen, ein bisschen von unserer eigenen Kampagne überholt worden. Also wir hatten das in der Zeitung gelesen, dass das Werk geschlossen werden soll, dass es mit Klimaschutz begründet wird. Und wir sind dann einfach mal hingefahren und haben die Beschäftigten, die rauskamen, angesprochen und gesagt, hey, wie schaut's aus? Wie ist die Situation bei euch? Glaubt ihr das der Konzernleitung, dass das was mit Klimaschutz zu tun hätte? Und waren dann ganz überrascht, dass tatsächlich eigentlich fast alle gesagt haben, nee, ist uns schon klar, hier geht es um den Profit, so ein Scheiß, hat irgendwie mit Klimaschutz nichts zu tun. Weil auch zu dem Zeitpunkt bereits klar war und auch der Belegschaft schon kommuniziert worden war, dass tatsächlich das Ziel der Konzernleitung überhaupt nicht war, den Laden einfach nur zuzumachen, sondern es ging um eine Verlagerung. Und da standen drei Szenarien im Raum, entweder eine Verlagerung nach Brasilien oder eine Verlagerung nach in Teilen Tschechien, in Teilen Nürnberg. Oder drittens, was der Belegschaft gesagt wurde, die dritte Option wäre der Erhalt in München, aber der rentiert sich leider nicht. Das heißt, das geht auf keinen Fall. Das heißt, es war von Anfang an klar, es geht überhaupt nicht darum, dass die Sachen danach nicht mehr hergestellt werden sollen, die Einspritzdüsen für Dieselmotoren, sondern die sollen einfach in Tschechien hergestellt werden, wo die Löhne billiger sind und wo ja auch schon Teile des Werks früherhin verlagert worden waren. Und wir haben uns dann ein bisschen rumgefragt und haben vor allem quasi die Frage gestellt, gibt es irgendjemanden, bei dem ihr das Gefühl habt, der wird euch da vertreten, zu dem ihr Vertrauen habt? Und wir sind dann relativ schnell beim Betriebsrat gelandet. Das ist tatsächlich, hatten wir da sehr Glück. Es ist ein relativ kämpferischer Betriebsrat da bei Bosch und Berg am Laim und saßen dann bei dem im Büro und haben mit ihm so ein bisschen gequatscht. Und der war sofort total offen, hat gesagt, ja, schon seit Jahren haben wir eigentlich gesagt, dass Dieselmotoren, dass das keine Zukunft hat. Das ist ja politisch, zeichnet sich das ja auch schon länger ab. So, wir haben schon seit Jahren gesagt, wir würden eigentlich gern was anderes herstellen. Wir haben mal Haushaltsgeräte beispielsweise vorgeschlagen, was Bosch ja in einer anderen Sparte auch macht. Das ist immer abgebügelt worden. Und so sind wir dann quasi im gemeinsamen Gespräch auf die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, okay, schaut mal, macht es öffentlich, macht bekannt, dass ihr bei euch quasi die Bereitschaft da ist, dass ihr auch was anderes produzieren würdet. Und dafür mobilisieren wir die Klimabewegung und schauen, dass wir euch quasi in diesem Kampf unterstützen. Und wir haben uns dann geeinigt auf unseren Vorschlag hin, auf so einen offenen Brief, den wir gemeinsam mit dem Betriebsrat formuliert haben, wo quasi ungefähr drin stand, wir als Beschäftigte haben durch die jahrelange Anrecht, die jahrelange Arbeit in diesem Werk ein Anrecht auf dieses Werk erhalten und wir fordern, dass das Werk erhalten wird und die Produktion umgestellt wird. Und mit dem Brief haben wir uns dann morgens immer vor das Werk gestellt, bestimmt 3 Wochen lang tatsächlich, immer vor Schichtbeginn beim Schichtwechsel und nach Schichtende und haben quasi mit allen Leuten einzeln gesprochen und haben jeden Einzelnen angesprochen und ihm quasi diesen Brief gezeigt und gesagt, hey, wie schaut's aus, möchtest du das unterzeichnen? Und es hat, also es war Ferienzeit, muss man sagen, es war ein Großteil der Leute gar nicht da, aber von den Leuten, die da waren, hat fast jeder unterschrieben. Alle haben sofort gesagt, ja klar, sowas wollen wir hier unbedingt, diese Einspritzdüsen herstellen, wir können auch was ganz anderes herstellen, auf jeden Fall, so da stehen wir dahinter. Und das heißt, wir haben dann trotz Ferienzeit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube 175, 180 Leute oder so hatten am Ende der 2 Wochen unterschrieben, also 2/3 des gesamten Werkes. Und also es gab auch Leute, die klar gesagt haben, wir unterzeichnen das nicht so, wir finden Klimabewegung doof, aber es war definitiv von den übrigen 70, die nicht unterschrieben haben, haben nicht alle gesagt, sie wollen nicht, sondern waren auch einfach ein paar nicht da. Das heißt, es hat eine sehr, sehr breite Zustimmung innerhalb des Werks gegeben auch für diese Forderung. Und wir haben dann einen ähnlichen Brief verfasst, mit dem wir uns an die Münchner Klimabewegung gewandt haben und in dem wir
letzten Endes ging es da um die Formulierung, dass wir gesagt haben, naja, es ist eine absolute Überproduktion. Wir befinden uns in einem System, in dem permanent hergestellt wird, was wir nicht brauchen und nicht hergestellt wird, was wir brauchen. Und es liegt daran, dass allein unter der Ägide des Profits produziert wird. Und wir fordern, das muss sich ändern, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Und wir fordern deswegen, dass den Forderungen der Beschäftigten von Bosch bei Berg am Laim quasi nachgegeben wird und dass die Produktion umgestellt wird und eben das Werk erhalten wird. Und damit sind wir zu den Münchner Klimagruppen gegangen. Und auch da gab es eine ziemlich breite Zustimmung. Also Fridays for Future, Extinction Rebellion, Parents for Future, Students for Future, eigentlich alle Basisklimagruppen, die es in München gibt, haben den Brief auch mit unterzeichnet und quasi damit diese Forderungen unterstützt. Und diese beiden Forderungspapiere oder offenen Briefe haben wir dann bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt, wo der Betriebsrat und einige Beschäftigte quasi ihre Forderungen vorgestellt haben. Wir und Teile der Klimabewegung den Klimabewegungsteil vorgeschlagen haben und dann mehr oder weniger mit so einem symbolischen Handschlag quasi vermittelt haben, wir werden da jetzt gemeinsam quasi drum kämpfen. Und was daran total spannend war, war, dass man total gemerkt hat, wie das Bosch nervös gemacht hat. Also es hat ein bisschen Presseaufmerksamkeit auf sich gezogen und es war dann, und darüber haben die das mitbekommen, weil irgendeine Zeitung hatte einen Tag vorher dann bei der Bosch-Pressestelle angerufen und gefragt, was war das? Und so haben die das mitgekriegt. Und dann ist sofort der Konzernsprecher angereist aus Stuttgart, morgens ganz spontan, hat sich irgendwie morgens um 7 in den Zug gesetzt und stand dann da daneben und war irgendwie total misstrauisch und hat sich überall irgendwie dazugestellt, um nochmal zu sagen, dass Bosch eher das Persönliche eigentlich auch ganz in Ordnung findet und eigentlich voll nachvollziehen kann, aber die Sachzwänge und man weiß ja und so. Und man hat total gemerkt, das macht die wirklich richtig nervös. Man hat es auch daran gemerkt, also wir haben versucht, möglichst viele von den Beschäftigten einzubinden in unsere Kampagne. Wir haben dann so aktiven Treffen oder so Treffen mit den Beschäftigten gemacht. Die fanden erst im Betriebsratsbüro statt, wo wir quasi alle Leute, wenn wir eh mit denen gesprochen haben, haben wir sie immer eingeladen. Alle Leute quasi, die Interesse hatten, mit uns an dieser Kampagne zu arbeiten, quasi versammelt haben und dann eben so Sachen wie diese Pressekonferenz geplant haben oder dann später die Demonstration, die wir gemeinsam gemacht haben. Und da war es schon so, dass schon beim zweiten Mal, nachdem das dann so ein bisschen bekannt geworden war, durften wir nicht mehr ins Gebäude. Also da gab es dann die klare Anweisung, wir dürfen nicht rein. Das war für uns dann aber eigentlich ganz gut, weil wir haben dann das Treffen stattdessen direkt vor dem Eingang gemacht. Und das hat dazu geführt, dass die ganzen Kolleginnen, das war ja eh Schichtwechsel, die rausgekommen sind, sich auch dazu gestellt haben. Das heißt, wir nicht irgendwie 10 Leute waren, wie sonst bei den Treffen, sondern plötzlich irgendwie 30, weil alle möglichen Leute sich halt noch drum rumgestellt haben und dem Ganzen zugehört haben. Das heißt, da hat Bosch sich, glaube ich, so ein bisschen ins eigene Bein geschnitten. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, das macht die hochgradig nervös. Genau, wir haben dann nach dieser Pressekonferenz 2 Wochen später oder so, haben wir eine gemeinsame Demonstration gemacht, wo die Münchner Klimabewegung hauptsächlich da war, wo aus dem Werk von Bosch tatsächlich gar nicht so viele Leute da waren. Ich würde sagen so 15 oder so, aber das war tatsächlich auch der harte Kern an Leuten, die da mobilisierbar waren. Also man muss auch sagen, das waren jetzt keine 250 Leute, die super aktivistisch geworden sind oder geworden wären. Genau, und das ging alles wahnsinnig schnell, weil wir halt dachten, jetzt in den nächsten 3 Wochen wird die Schließung verkündet. Und der Stand jetzt ist aber, die ist immer noch nicht verkündet. Also es wird immer noch vor sich hergeschoben, es wird wahnsinnig verhandelt. Es ist unklar, wie viel das jetzt auch mit dieser Kampagne zu tun hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich hätten sie auch so das noch auf ewig gezogen, aber jetzt ist es auf jeden Fall so, sie ziehen das immer noch. Das heißt, genau, jetzt gerade ist noch das große Abwarten, wann kommt die Schließungsverkündung und wie können wir dann danach quasi weiter vorgehen. Aber das war auf jeden Fall so der erste Schritt und genau, für uns auf jeden Fall wahnsinnig spannend, da auch mal tatsächlich so eine gemeinsame Arbeit zu machen. Was es auch gab, was nicht im Rahmen der Klimaschutz- und Klassenkampfkampagne war, aber man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass als diese Kampagne schon lief, es ja die großen Proteste gegen die internationale Automobilausstellung gegeben hat in München. Da sind wir als antikapitalistisches Klimatreffen, waren da unter anderem in einem Bündnis, einem deutschlandweiten Bündnis, das Smash IAA sich nennt, das sich ebenfalls aufmerksam geworden ist auf diese Kampagne, auf diesen Kampf der Beschäftigten, wo auch sonst viele Klimatreffen drin waren, viele klassenkämpferische Gruppen. Und die haben dann zum Zeitpunkt
der IAA-Proteste letzten Endes dieses Werk, also Proteste an diesem Werk gemacht, sind quasi dahin gezogen und dann sind ein paar irgendwie oben auf das Dach und haben irgendwie Pyro gezündet und Banner runtergelassen und irgendwie Banner aufgehängt und so. Und ein paar andere waren beim Bosch-Stand in der Innenstadt und haben da Ähnliches getan, ebenfalls auch hingewiesen auf diese Entlassung. Das heißt, da ist tatsächlich dann auch dieser Betrieb ein essentieller Teil geworden der Proteste der Klimabewegung und darin sehr stark aufgenommen worden und ist darüber dann auch wieder in der Klimabewegung sehr viel weiter als jetzt über die Klimatreffen und die klassenkämpferischen Teile der Klimabewegung rezipiert worden, diskutiert worden und zu einem relativ großen Thema geworden. Genau. Ich sollte noch was dazu sagen, steht hier in meinem Text, wo es Konflikte gab und wie wir damit umgegangen sind. Da gab es natürlich einige, wie das so ist. Wir sind, wie gesagt, so ein bisschen überrollt worden von dieser Kampagne und waren so ein bisschen selber überrascht davon, dass wir jetzt plötzlich diese riesige Kampagne hatten und haben dann mit vielen Dingen nicht so ganz, also gar nicht so gerechnet. Also ich kann vielleicht ein paar kleine Beispiele nennen, die für aber vielleicht die Arbeit hilfreich sind als Tipps. Also was beispielsweise wir feststellen mussten, ist, dass die Arbeit in Betrieben natürlich sehr außerhalb der linken Bubble stattfindet. Das haben wir da festgestellt, als wir ein gemeinsames Basteln gemacht haben für die Demonstration. Und das wollten wir dann in unserem Laden, den wir in München haben, durchführen. Und dann kamen am Tag vorher plötzlich panische Anrufe vom Betriebsrat, dass irgendwie Kollegen sich den Laden schon mal angeschaut haben und festgestellt haben, dass da eine große JPG-Fahne hängt. Also in Unterstützung der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten und Volksverteidigungseinheiten. Und dann gab es sehr, sehr große Aufregung, weil es ein Betrieb ist, der sehr, sehr stark migrantisch geprägt ist und sehr, sehr viele von den Leuten aber überhaupt nicht jetzt aus einer linken Ecke kommen. Und da bei super vielen Leuten dann wirklich richtige Wut aufgekommen ist. Die fanden das überhaupt nicht lustig. Und wir haben dann wir waren ein bisschen überfordert, weil wir auch nicht so genau wussten, das waren irgendwie Fragen, über die wir noch nicht so richtig nachgedacht hatten im Rahmen der Kampagne. Wir haben dann das Treffen im neutralen Raum gemacht und das ist tatsächlich auch was ich insgesamt empfehlen würde für also solche Formen der tatsächlich gemeinsamen Arbeit, neutrale Räume auszuwählen, die nicht vielleicht schon sehr stark mit Themen, die da jetzt gerade nicht im Fokus stehen, belegt sind. Was gab es sonst noch für Konflikte? Vielleicht gab es noch einen Konflikt, kann man vielleicht noch nennen, den es gab. Und zwar war der so ein bisschen in der Frage des Umgangs mit der Gewerkschaft. Gar nicht so sehr von uns. Wir haben immer versucht, also wir waren gar nicht am Anfang gar nicht so stark in Kontakt mit der Gewerkschaft, weil es ja tatsächlich von unten kam. Und wir waren auch immer sehr, also haben uns sehr gut verstanden, sehr gut zusammengearbeitet mit der IG Metall. Es gab aber dann eine WhatsApp-Gruppe, in der wir gemeinsam quasi gearbeitet haben. Und da hat dann irgendwann ein Kollege angefangen, sehr, sehr stark zu schimpfen gegen die Gewerkschaft und sehr, sehr stark quasi zu pöbeln. Und dann gab es wirklich sehr starke Auseinandersetzungen von quasi den Leuten in der Belegschaft, den Betriebsräten, die sich alle der IGM sehr zugehörig gefühlt haben und quasi dem Kollegen und ein paar Leuten, die ihn quasi unterstützt haben. IGM, nur kurz, das ist die IG Metall, die Gewerkschaft, in der die unter anderem die Automobilbranche oder die ganze Elektroindustrie und organisiert ist, nur um vielleicht für internationales Publikum das nochmal zu erwähnen. Und auch das hat bei uns, also ich meine, das sind jetzt alles sehr kleine Konflikte, muss ich sagen, aber das waren für uns immer dann plötzlich sehr große Sachen, weil wir das zum ersten Mal gemacht haben und überhaupt nicht genau wussten immer, wie gehen wir damit um. Wir haben dann letzten Endes da tatsächlich dann, glaube ich, ganz gut geschlichtet, klar gemacht, dass wir es schon für sehr sinnvoll halten, in der IG Metall, in der Gewerkschaft organisiert zu sein und es nicht für sinnvoll halten, da irgendwie zum Austritt aufzurufen oder irgendwie gegen zu pöbeln. Und es hat dann, haben uns dann mit dem Kollegen dem auch nochmal ein Treffen angeboten und so und das haben es dann darüber so ein bisschen runtergekocht. Aber das waren alles so Sachen, also ihr seht, die Konflikte waren alle eher ziemlich kleiner Natur, es waren jetzt keine großen Brüche oder sowas, aber für uns lauter Dinge, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten und die deswegen durchaus bei uns vielleicht zu mehr Diskussionen sogar geführt haben, als sie hätten müssten. Genau, insgesamt kann man aber sagen, also diese Kampagne hat ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sowohl in der Klimabewegung als auch in
unter sozusagen Beschäftigten. Also wir haben super viel Solidarität bekommen von Leuten aus anderen Werken. Es haben sich Betriebsräte von anderen Betrieben aus München gemeldet, entweder beim Betriebsrat von Bosch oder teilweise auch von uns, und quasi Solidarität ausgesprochen, angefangen sich zu interessieren. Das heißt, wir haben auf jeden Fall damit eine große Diskussion angestoßen, innerhalb von Belegschaften, innerhalb der Klimabewegung und vor allem auch, und das ist was für uns sehr wichtig war, auch innerhalb der Gewerkschaft, von dem man sehr stark gemerkt hat, dass da so der richtige Plan, wie geht man um mit der Klimabewegung, mit der Tatsache, dass definitiv noch sehr, sehr viel mehr Industrie abgebaut werden wird in den nächsten Jahren und es oft auch mit Klimaschutz begründet werden wird, wie man damit umgeht. Da hat man gemerkt, so ein richtig klarer Plan ist nicht da. Man hat uns so ein bisschen beobachtet und so ein bisschen machen lassen und genau, abgeschlossen ist die Kampagne aber noch nicht. Wir warten noch auf die Verkündung der Schließung und dann wird man sicher, werden wir sicher auch noch mal in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Das war es jetzt in Kürze. Genau, wenn es noch dazu noch Fragen gibt, ich habe jetzt bestimmt 1000 Dinge nicht erwähnt, dann könnt ihr ja vielleicht in der Fragenrunde uns da nochmal fragen. Genau, vielen, vielen herzlichen Dank. Da war schon super viel drin. Ich würde das Wort jetzt gleich an Christian Zeller übergeben. Nur an die Teilnehmenden, wenn ihr Lust habt, ihr könnt natürlich jetzt schon Fragen in den Chat schreiben oder so, oder auch für später einfach euch notieren und dann gleich selber noch vortragen. Genau. Genau, Christian Zeller, du hast dich ja auch länger mit der Industrie und den fossilen Industrien beschäftigt und wie diese rück- und umgebaut werden können im Sinne einer ökosozialistischen Revolution. Und mich würde da noch besonders interessieren, warum die explizit ökologischen Kämpfen in diesen Industrien so selten waren oder warum da dieser Widerspruch so, so, so stark ist, obwohl er gar nicht sein müsste. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank an meine beiden Vorrednerinnen. Ich glaube, das Beispiel, also diese kleine Erfahrung in München mit Bosch ist wirklich sehr interessant, auch wenn sie klein ist, aber weil sie in gewissermaßen beispielhaft gewisse Perspektiven aufzeigt, mit denen wir einfach weiter überlegen müssen, weiter ausprobieren müssen und einfach auch von solchen Erfahrungen lernen müssen. Ich möchte jetzt in 10 Minuten noch etwas einen breiteren Bogen schlagen, also auch auf diese Frage zu antworten, aber auch etwas noch auf die Automobilindustrie eingehen, im größeren Rahmen. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie der kapitalistischen Entwicklung, ja, seit über 100 Jahren. Mit der Automobilindustrie beispielsweise hat sich nach etwa schon ab 1910 in den USA die Fließbandproduktion durchgesetzt, ja, und hat damit eigentlich dann in den USA zuerst und dann in den 50er, 60er Jahren in Europa eigentlich war es eine der Trägerinnen überhaupt der kapitalistischen Entwicklung und hat dann eigentlich 70er, 80er Jahre große Umstrukturierungen schon durcherlebt mit neuen Konzepten wie Lean Production, Just in Time, also das heißt, dass die Lagerhaltungen reduziert wurden, massive Kosten eingeschränkt, reduziert werden konnten und kam dann aber letztlich 2008, 2009, 2010 eine große Krise weltweit. Interessanterweise konnte aber gerade die deutsche Industrie diese Krise relativ erstaunlich und gut bewältigen und zwar einfach mit einer gigantischen Wachstumsoffensive außerhalb Europas, vor allem auch in China. Und ich möchte kurz, nur einfach um das zu verdeutlichen, was die Entwicklung ist, auch um die Tragweite zu zeigen, zwei Grafiken zeigen. Jetzt will ich rasch den Bildschirm teilen. Ich glaube, ihr seht das. Wir sehen hier die Entwicklung eigentlich der Weltproduktion der Automobile. Und wir sehen aber, dass es nach der Krise wieder einen erstaunlichen Neuanstieg gab, ja, und dass aber dieser Anstieg, der Peak eigentlich 2017 erreicht wurde. Das heißt, vor unserer sogenannten Corona-Krise weltweit die Produktion bereits wieder zurückgegangen ist, was darauf hindeutet, dass es eine deutliche Überproduktion gibt, eine deutliche Überkapazitäten. Die Industrie ist in Deutschland
eine absolute Schlüsselindustrie. Das sind jetzt nicht ganz aktuelle Zahlen, aber die Säulen stellen ein wenig die Bedeutung der Industrie dar. Wobei die Produktion natürlich in Tschechien oder in der Slowakei oder auch in Spanien, das sind natürlich weitgehend auch französische und vor allem deutsche Konzerne, die dort ihre Niederlassungen haben, oder die Produktion in England, das sind zu einem großen Teil auch Konzerne aus Japan. Ja. Die Automobilproduktion, wenn wir die ansehen, sind das natürlich nicht nur die Firmen, die wir kennen, wie BMW oder Volkswagen oder Daimler, sondern es sind eben auch Zulieferer, wichtige Zulieferer, wie beispielsweise Bosch und viele andere. Das heißt, eigentlich setzt sich die Automobilproduktion aus Kernunternehmen zusammen und dann sehr vielen Zulieferern, First-Tier-Suppliers, Second- oder Third-Tier-Suppliers, die hierarchisch dann den Kernunternehmen zugeordnet sind und die dann letztlich die Autos zusammenbauen. Ja? Das ist so in etwa ganz schematisch die Situation. Und diese Situation oder diese Konfiguration der Industrie verändert sich derzeit komplett. Das heißt, in der kapitalistischen Dynamik ist diese Industrie ohnehin dabei, sich komplett neu aufzustellen. Und da gibt es mehrere Entwicklungen. Also beispielsweise in Deutschland zeigt sich das auch schon, dass beispielsweise vom Peak, den ich vorhin erwähnt habe, von 2017, da wurden noch 5,6 Millionen Personenautos produziert und 2,7 Millionen Pkw. Diese Zahl hat sich seither schon massiv reduziert. Also die ist auch in Deutschland massiv zurückgegangen. Jetzt setzt die deutsche Automobilindustrie etwas verzögert, aber doch massiv auf praktisch eine komplette Neukonfiguration mit der Elektromobilität, also mit dem massiven Ausbau von Elektroautos. Und da ist der Staat ein ganz entscheidender Akteur. Der Staat pusht diese Entwicklung zu Elektromobilen. Nach dem Koalitionsvertrag der neuen Regierung sollen bis 2030 15 Millionen vollelektrische PKWs auf den Autos, auf den Straßen rumfahren. Das wird natürlich gigantische Investitionen voraussetzen. Das setzt auch voraus, dass eine gigantische Ladeinfrastruktur öffentlich finanziert wird. Das ist also mit gigantischen Ausgaben verbunden. Und die Herstellung von Elektroautos ist aber vom Arbeitsprozess sehr viel einfacher als die Produktion von verbrennungsmotorgetriebenen Autos. Es braucht sehr viel weniger Bauteile, ist aber sehr viel ressourcenintensiver. Also ist enorm belastend. Die Elektromobilität ist gigantisch ressourcenintensiv, viel ressourcenintensiver als die Verbrennungsmotoren. Das heißt, es ist auch wieder mit einer ziemlich ökologischen Belastung verbunden. Und nach Studien, die jetzt auch von Mainstream-ökonomischen Instituten formuliert wurden, geht man davon aus, dass schon in den nächsten paar Jahren, also bis eine Modellrechnung setzt die Frist 2025, das ist in wenigen Jahren, mindestens 178.000, vielleicht 215.000 Arbeitsplätze abgebaut werden würden oder soll. Und zwar auf der Basis der bisherigen Klimagesetzgebung. Also nicht auf der Basis jetzt von neuen klimapolitischen Maßnahmen, sondern nur das, was bisher vorgesehen ist. Gleichzeitig gibt es eine andere Entwicklung oder eine parallel laufende Entwicklung, die Industrie auch komplett umwälzen wird. Und das ist die Digitalisierung und das Vorantreiben von autonomen Fahrzeugen, was der Industrie einen neuen Charakter geben wird, was aber abermals mit großen Umwälzungen und auch mit einem Personalabbau verbunden ist. Und um das zu kurz zu illustrieren, zeige ich auch hier kurz eine Abbildung. Es gibt Überlegungen oder so Studien, die davon ausgehen, dass sich diese bisherige Industrieorganisation von den Kernunternehmen, den
Original Equipment Manufacturers und dann den Schlüsselzulieferern, die dann pyramidal aufgebaut sind, dass sich eine neue Industrieorganisation ergeben kann, wo dann IT-Suppliers, Telekom, Informationsunternehmen, Online-Players, Google oder ähnliche Unternehmen eine Schlüsselrolle in diese Industrie einnehmen können. Ja? Das heißt, dass sich diese Wertschöpfungskette komplett neu organisiert. Und ein Indikator für diese Umwälzungen zeigt beispielsweise, das ist eine Art Frühindikator, wie, in welchen Bereichen und wer Patente angemeldet hat im Bereich von autonomen Fahren, und zwar jetzt in den letzten Jahrzehnt. Und das sehen wir, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da sehen wir eine Fülle von ganz unterschiedlichen Unternehmen, die nicht aus der Automobilindustrie kommen, wie Samsung, wie Intel, wie Qualcomm, aber auch Robert Bosch, ja, ganz vorne, aber dann Toyota, japanische Microsoft und so weiter. Das heißt, das sind Anzeichen dafür, dass sich die Industrie umwälzt. Und jetzt zur Gewerkschaft kurz. Die Gewerkschaft, die IG Metall, reiht sich ein in diese Organisation der Wertschöpfungskette. Also sie unterstützt das, also in ihren Verlautbarungen, die man offiziell lesen kann, sieht man sehr wenig Opposition, dass sie irgendein anderes Industriemodell hätte, sondern sie geht davon aus, wenn es der deutschen Industrie gelingt oder gelingen mag, sich im weltweiten Wettbewerb durchzusetzen, auch mit der Elektromobilität, auch mit digitalen Fahrzeugen, auch mit Batterien, was nicht gesichert ist, weil es neue Akteure gibt, nicht zuletzt aus China. Wenn das gelingt, dann ist es am ehesten möglich, Beschäftigung zu garantieren, den Beschäftigten, den Lohnabhängigen ein gutes Auskommen zu ermöglichen und gleichzeitig, und das ist die Legende, mit dem massiven Ausbau der Elektromobilität eben dann auch die Arbeitsplätze zu erhalten. Das heißt, man sieht eigentlich eine große Anpassung oder man könnte auch sagen Unterordnung der Gewerkschaftsführung. Ich kenne die internen Diskussionen nicht. Ich stütze mich nur darauf, was ich lesen kann, weil ich sozial jetzt hier nicht in der Industrie verankert bin, auch nicht im Beschäftigten. Aber man sieht eine große Anpassung eigentlich der Gewerkschaften an diese und die Hoffnung, dass diese Restrukturierung gelingen möge. Das ist dann der grüne Kapitalismus, ja. Konkret, ja, wo dann gesagt, das ist dann praktisch eine Neuordnung des Verkehrs. Und das ist natürlich verbunden mit einer Neuordnung der Städte, also das autonome Fahren, mit einer Neuordnung des Konsums, ist aber auch verbunden mit einer massiven weiteren Welle, würde ich meinen, von Individualisierung und auch von Fragmentierung der Gesellschaft letztlich. Das heißt, zum Abschluss, nur so als Tendenz, wir müssen natürlich das, was wir machen, im Konkreten, im Kleinen, wo das auch immer ist, in diese große Tendenz einordnen. Und wir sehen, dass die kapitalistische Entwicklung, der Kapitalismus ist dabei, sich zu verändern, massiv zu verändern, wird auf die Herausforderungen eingehen, aber auf seine perverse Weise. Und noch zum letzten Punkt, wir müssen auch die weltweite Dimension beachten. Diese Restrukturierung der Automobilindustrie oder auch anderer Industrien wird mit absoluter Zwangsläufigkeit, das sage ich sehr hart, eine imperialistische Restrukturierung sein. Warum? Weil die Elektromobilität enorm ressourcenintensiv ist. Überhaupt die ganze Umstellung auf sogenannte erneuerbare Energien wird enorm ressourcenintensiv sein und das wird ein zentrales Moment der kapitalistischen Entwicklung sein, auch der Kernunternehmen, den Zugriff auf diese Ressourcen weltweit, wo dann die immer auf der Welt sein mögen, zu garantieren, in Rivalität gegenüber den Rivalen in den USA, den Rivalen in China, wo dann auch immer die Rivalen sein mögen. Und das wird natürlich die Widersprüche enorm zuspitzen. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbar gelungenen kurzen Abriss über die Automobilindustrie, sowohl ein Blick zurück wie auch ein Blick nach vorne. Wir haben jetzt
eine knappe halbe Stunde eingeplant für eine gemeinsame Diskussion. Ich habe bereits gesehen, dass jemand im Chat, Mats, hat sich gemeldet. Ich werde dir gleich das Wort erteilen. Ich würde mich freuen, wenn auch noch, ihr dürft noch Fragen in den Chat schreiben oder auch Kommentare. Ihr dürft auch die Hand heben. Das sieht bei mir so aus, dass ich unten auf dieses Smiley klicke und dann dieses Handsymbol anwähle. Und dann sehe ich euch und dann könnt ihr auch sprechen. Also ab jetzt ist quasi die Aufzeichnung für, die wir danach online stellen werden, angehalten. Ich würde vorschlagen, dass wir weitermachen. Und bevor ich das Wort den Referentinnen weitergebe, etwas noch kurz zum Frontex-Referendum. Und zwar müssen gegen die Finanzierung von Frontex, eine Organisation, die die Grenzen schützen sollte und aber eigentlich Ausweisungen durchführt und Menschen davon stoppt, nach Europa zu kommen. Und hier im Chat schicke du musst das Mikrofon anstellen. Oh. Okay. Danke. So, ich habe es jetzt in den Chat geschickt. Gerne ausdrucken, unterschreiben und dann zurückschicken, sodass es an die Urne kann. Vielen Dank und ich übergebe gerne das Wort an euch. Dann machen wir direkt weiter, wenn jemand... Gerne, wenn das passt für euch. Ja. Okay, dann würden wir übergehen zum nächsten Punkt. Welche Lehren haben wir gezogen aus der Kampagne? Das ist bestimmt unabgeschlossen. Das war ja jetzt auch das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Aber ein paar Dinge haben wir doch rausgezogen. Wir werden jetzt einfach mal abwechselnd ein bisschen was von den Sachen erzählen, die wir gelernt haben. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, da haben wir schon drüber gesprochen, so ein bisschen in der Diskussion, ist, wir sind keine Zweitgewerkschaft, sondern als Klimabewegung kommen wir von außerhalb des Betriebs. Bisher ist es natürlich die Hoffnung, dass quasi auch Betriebe in Betrieben sich das intern gründet. Aber in dem Fall kamen wir so ein bisschen von außen. Und das heißt, wir können keine Kämpfe entfachen. Wir können sie nur unterstützen. Unsere Aufgabe ist es nicht, quasi Kämpfe loszutreten, die es gar nicht gibt. Also natürlich können wir einen Anstoß geben, das haben wir in dem Fall ja auch gemacht. Der Betrieb wäre sicher ohne unsere Initiative nicht zu dieser Forderung gekommen. Aber es gibt doch einen Unterschied und das ist zum Beispiel eben in diesen Konflikten, über die wir in der Diskussion so ein bisschen gesprochen haben, spielt es eine Rolle. Wir können nur die kämpferischsten Teile der Belegschaft unterstützen. Und darüber hinaus müssen die Dinge von der Belegschaft kommen. Das ist was uns super stark aufgefallen ist. Weil auch innerhalb des Betriebs es natürlich unterschiedlich kämpferische Teile der Belegschaft gab. Viele Leute von denen, die sehr kämpferisch waren, die sich sehr eingebracht haben, auch in die Kampagne oft frustriert waren von ihren Kolleginnen und Kollegen. Und letzten Endes für uns war es eine sehr wichtige Erkenntnis festzustellen, die Aufgabe, da jetzt beispielsweise einen Streik zu organisieren, die kann nicht von uns kommen, sondern das muss von den Leuten aus dem Betrieb kommen. Wir können das unterstützen, wir können ihnen quasi unsere Manpower zur Verfügung stellen, sie alles öffentlich machen und mit der Klimabewegung Soli-Aktionen machen, die sie unterstützen. Aber das zu organisieren, das muss immer aus dem Betrieb kommen und jede Kampagne kann nur so kämpferisch sein, wie die Leute in dem Betrieb das auch sind. Genau, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man schon auch Debatten anstoßen und reintragen und auch mit der Belegschaft führen oder mit Beschäftigten führen. Ich glaube, auch von außerhalb, also so Basisarbeit zu machen. Und das funktioniert auch wesentlich besser, als sich nur mit, also darüber, dass man versucht ins Gespräch oder darüber, dass man ins Gespräch mit der Belegschaft kommt, was uns da sehr gut gelungen ist, einfach dadurch, dass wir einfach 2-3 Wochen intensiv vor dem Betrieb waren und mit den Leuten dort geredet haben. Das war eine so der großen Lehren. So, wir haben davor auch so Flyer-Verteilungen schon gemacht an Betrieben, was jetzt nicht
so gut gefruchtet hat. Das war sicher auch jetzt nicht verkehrt, aber das persönliche Gespräch mit den Leuten ist wesentlich wichtiger, als irgendwie 1000 Flyer zu verteilen. Das war eine der, glaube ich, ganz zentralen Lehren für uns, die wir daraus gezogen haben, dass das wesentlich besser funktioniert. Und da gleich anschließend, was wir gemacht hatten, war so, und so ein paar Methodiken aus dem Organizing zu entlehnen, und zum Beispiel auch ein Gesprächstraining mit unseren Aktivisti und Aktivistinnen oder Aktivisten und Aktivistinnen zu machen. Wie kann man die Leute denn ansprechen überhaupt und sich da einen Plan auch davor zu machen und nicht einfach so vors Werk zu gehen und dann irgendwie verlegen rumzustehen, sondern sich wirklich eine Strategie auch zu überlegen, wie kommt man mit den Beschäftigten vor Ort ins Gespräch und das auch davor zu üben als Gruppe, die sowas macht. Das war wahnsinnig hilfreich für die Arbeit dort. Genau. Eine weitere Sache, die so ein bisschen an den ersten Punkt anknüpft, den ich gesagt hatte, ist, die Grundlage für jetzt spezifisch Konversionskämpfe ist unserer Erfahrung nach vor allem in Betrieben gegeben, die von der Schließung bedroht sind. Also das sieht man sowohl historisch, alle großen Konversionskämpfe haben stattgefunden in Betrieben, die von Schließungen bedroht waren. Also auch haben wir das da jetzt wieder festgestellt. Wir waren, wie Janis gerade schon gesagt hat, auch bei anderen Betrieben, um über dieses Thema zu sprechen. Da hat es nicht auf die gleiche Menge an Kampfbereitschaft und Enthusiasmus sind wir da gestoßen. Und es liegt sicher daran, wo wir auch in der Diskussion ja schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass so ein Konversionskampf jetzt keiner ist, von dem die Leute davon ausgehen, dass sie ihn morgen gewinnen werden. Das ist auch, und was man auch so vermitteln muss. Und dementsprechend ist quasi die Bereitschaft dafür zu kämpfen, tendenziell in Betrieben, wo alles so weit läuft, tendenziell was, wo es sehr viel weniger wahrscheinlich ist, dass sich da große Teile finden werden, die diese Kämpfe führen, sondern nur an so Umbruchssituationen, wenn die Leute entlassen werden sollen, wenn das Werk geschlossen werden soll, wenn sich tatsächlich die Frage stellt, wie geht es weiter, warum muss das eigentlich geschlossen werden, wenn wir doch die Maschinen haben, wenn wir die Leute haben, um was Sinnvolles herzustellen, dann ist tatsächlich der Zeitpunkt da, wo auch größere Teile bereit sind, dafür zu kämpfen. Genau, noch eins und praktische Erfahrung. Wir hatten vorher schon das mit den neutralen Räumen angesprochen. Was wir auch hatten, wir hatten ja auch eine WhatsApp-Gruppe dann eingerichtet, wo wir irgendwie uns vernetzt haben mit den Beschäftigten. Und da war auch, wenn man sowas macht, das ist sicher ist total sinnvoll, aber da muss es auch wirklich moderiert und bespielt werden und ist auch Teil der praktischen Arbeit, dann so einen Kanal, die man sich aufbaut, in eine Belegschaft auch irgendwie zu bespielen oder zu pflegen auch. Noch eine wichtige Lehre, die wir daraus gezogen haben, war, dass der aktuelle Zeitpunkt ein sehr günstiger Zeitpunkt für solche Kampagnen ist. Das liegt daran, dass aktuell in den Gewerkschaften, wir haben uns für diese Kampagne sehr intensiv, sehr viel mit verschiedenen Leuten aus den Gewerkschaften, aus verschiedenen Betrieben ausgetauscht. Und was überall klar geworden ist, ist, dass allen bewusst ist, dass die nächsten Jahre geprägt sein werden, der Christian ist schon ein bisschen darauf eingegangen, von Entlassung im Industriebereich. Ich kann es jetzt nur für Deutschland sagen, wo wir uns mit auseinandergesetzt haben. Ich denke aber mal, es ist gut möglich, dass es für andere Länder eben auch sehr übertragbar ist. Die Gewerkschaften wissen das, die Beschäftigten wissen das und es gibt keinen klaren Plan, wie damit umgegangen werden soll. Also aktuell die Forderungen der Gewerkschaften sind so Innovationsfonds, noch mehr Geld an die Konzerne, damit die dann irgendwie 10% für vielleicht irgendwelche neuen Entwicklungen. Aber einen klaren Plan gibt es nicht und das hat uns auch relativ viel Möglichkeiten gegeben, weil man gesehen hat, alle beobachten das, lehnen sich zurück und warten mal, was passiert. Weil niemand so einen ganz klaren Plan hatte, wie soll man damit jetzt umgehen? Und es gibt einen großen Gestaltungsspielraum, auch für die Klimabewegung, für Leute, die jetzt gerade sozusagen in dieses Thema reingehen, weil eben die Richtung noch nicht ganz klar ist. Und da gezielt quasi unsere Inhalte reinzutragen, im Zweifel auch die Eigentumsfrage zu stellen. Und dafür, glaube ich, sind die Voraussetzungen gerade sehr, sehr gut, solange eben noch diese große Unsicherheit da ist, wie geht es in den nächsten Jahren weiter. Genau, ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht, hast du noch, ja, ein Punkt hätte ich noch, und zwar wieder was relativ Kleines, was so Sprache anbelangt. Und zwar ist uns aufgefallen,
Also wir sind im Laufe der Kampagne dazu übergegangen, dass wir nicht mehr Autoindustrie gesagt haben, sondern wirklich nur noch von Autokapital gesprochen haben. Und das ist was, was einem sehr schnell auffällt, wenn man quasi innerhalb der Klimabewegung ist. Da schrecken super viele vor dem Begriff des Kapitals zurück. Und super oft wird quasi, kommt diese Verschleierung so in gewisser Art und Weise, dass man sagt, die Autoindustrie, die ist böse. Aber eine Industrie ist ja erstmal, also so, die denkt ja nicht, sondern wer das ist, sind natürlich die Kapitalistinnen und Kapitalisten. Und wie schädlich diese Art der Verschleierung ist innerhalb von Worten, fällt einem dann halt auf, wenn man mit Beschäftigten spricht, weil wenn man denen sagt, die Autoindustrie ist böse, dann sagen die, Moment mal, wer ist denn die Autoindustrie? Das bin doch ich arbeite da. So, und da ist uns sehr stark aufgefallen, wie relevant es ist, da die Begrifflichkeiten klar zu kriegen und eben nicht, wenn man Autokapital meint, von Autoindustrie zu sprechen, sondern eben von Autokapital. Das Autokapital ist unser Feind und es ist auch der Feind der Beschäftigten und nicht per se die Autoindustrie, auch wenn wir natürlich der Ansicht sind, dass wir der Individualverkehr abgewirtschaftet hat. Aber die Autoindustrie ist was, was wir gewinnen wollen erstmal, was wir in unsere Hände bekommen wollen, um dann damit umzugehen, das Autokapital bekämpfen wir. Ja, ich glaube, es waren jetzt so die ersten wichtigsten Lehren, die wir gezogen haben. Zumindest die so in der ersten Auswertung aufgekommen sind. Man muss ja auch sagen, ganz abgeschlossen ist die Kampagne noch nicht. Genau, aber wenn ihr da Fragen habt, fallen uns sicherlich auch noch viele Sachen ein. Wir haben nämlich sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Auswertungen schon gemacht. Aber das waren so die wichtigsten Punkte, die uns dabei aufgekommen sind, die halt vielleicht auch praktisch direkt verwendbar sind. Und ich glaube, einen Punkt will ich noch kurz ergänzen. Ich glaube schon, dass es auch zusätzlich wichtig ist, in diesen Gesprächen auch unsere Positionen auch klar machen zu können und eventuell auch einfach Grundlagenmaterial zu haben, also was ist Klimawandel überhaupt, und aber nicht in der derzeit herrschenden Konsumkritik zu verbinden, sondern auch ganz klar die Klassenperspektive da aufzeigen zu können. Weil das im Gespräch mit den Beschäftigten oft auch einfach war, so dass auf einmal so ein Unverständnis so, weil sie also da war im Sinne, also auf positive Art und Weise, dass sie überrascht waren von unseren Positionen, dass sie die Klimabewegung oft als ganz anders wahrgenommen haben, als wir sie dann ihnen auch präsentiert haben. Da quasi auch einfach zu sehen, man muss da auch Grundlagenarbeit nochmal leisten und auch den Klimawandel überhaupt, was für Auswirkungen er auf die arbeitende Bevölkerung hat, auch erklären können. Und da ist uns tatsächlich auch aufgefallen, dass wir so Grundlagenmaterial eigentlich gar nicht hatten und da jetzt aber auch irgendwie dran arbeiten wollen, dass man auch für sowas nochmal mehr gewappnet ist. Das war für uns übrigens auch deshalb eine ganz interessante Erkenntnis, weil wir eigentlich als antikapitalistische Strömung innerhalb der Klimabewegung große Schwierigkeiten haben mit dieser permanenten Wiederholung der Klimabewegung. Man muss die Leute aufklären, man muss sie mehr informieren, weil es sehr klar ist, dass der Grund, dass Politik und Kapital nicht handeln im Rahmen des Klimawandels, nichts damit zu tun hat, dass die uninformiert werden. Das war in den Betrieben tatsächlich anders. Also es waren super viele Leute, die auch zu uns kamen und gesagt haben, wir wissen, Klima ist ein wichtiges Thema, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Und bis hin zu Leuten, die dann wirklich richtig überrascht waren, als sie festgestellt haben, wir sind gar nicht gegen Züge, weil sie angenommen haben, dadurch, dass wir quasi gegen Individualverkehr sind, dass wir quasi gegen Mobilität sind und wir dann diskutieren mussten und erklären mussten, warum Züge nicht so CO2-lastig sind und quasi sinnvoll sind in dieser Umstellung. Und genau, sich das so ein bisschen bewusst zu machen, dass diese ganzen Debatten halt Debatten sind, die nicht jeden erreichen und nicht jeder da schon so komplett informiert ist, das war schon auch wirklich interessant. Jetzt ganz kurz für die Frage im Chat, die würde ich einfach kurz beantworten. Wir arbeiten gerade an einer Broschüre dazu. Die ist aber noch nicht abgeschlossen, da sind wir einfach noch in dem redaktionellen Ding. Da wird es aber was in naher Zukunft geben. Am besten irgendwie, ich weiß nicht, auf unserer Webseite dann schauen, klimaschutz- und klassenkampf.org. Da wird die sicher erscheinen. Genau. Ja. Ja, da freue ich mich ganz besonders dann, wenn das rauskommt.
Ich nehme an, man sowieso lohnt es sich bestimmt, eure Social-Media-Kanäle zu abonnieren und wahrscheinlich werdet ihr das auch da noch ankündigen, wenn diese Broschüre denn vorliegt. Werner und Max, ich habe eure Hände gesehen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir die noch kurz zurückstellen für die anschließende Diskussion danach und dass wir jetzt noch übergehen zu Christians Beitrag. Du hast ja etwas vorbereitet, wie denn eine solche Konversion von fossilen Industrien genau aussehen könnte, am Beispiel auch der Verkehrsindustrie und wie das genauer gelingen könnte, wenn man jetzt beispielsweise Luftfahrt, Eisenbahnindustrie sich vor Augen führt, dass, weil da ja enorme Herausforderungen vor uns stehen, wie du bereits im vorherigen Beitrag klar gemacht hast. Also ich übergebe dir das Wort, Christian. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich steige zunächst nochmal ganz breit ein mit einer kurzen Situationsbeschreibung der Dringlichkeit und möchte dann strategische Achsen skizzieren und dann ganz konkret so ein paar Ideen skizzieren zur Konversion oder zum industriellen Umbau. Und da ist die Eigentumsfrage selbstverständlich zentral. Ich möchte aber nochmals etwas sagen zur zeitlichen Dimension. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir jetzt langsam Schritt für Schritt eine gesellschaftliche Reform und noch eine Reform durchsetzen sollen. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass das Erdsystem dabei ist, Kipppunkte zu überschreiten, was die gesamte Konfiguration des Erd- und Klimasystems instabil macht und zu Entwicklungen führen wird, die eine eigene Dynamik annehmen. Und mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird schon in diesem Jahr, im Jahresdurchschnitt, die Erwärmung 1,5 Grad erreichen, wie das jüngste Zahlen zeigen. Natürlich jetzt nicht im mehrjährigen Schnitt, aber dennoch zeigt das die Dramatik der Situation. Das heißt, wir sind in einer Situation von kompletter Instabilität einerseits des Erdsystems, aber auch der Gesellschaft. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Gesellschaft, so wie sie sich die letzten 10, 20, 50 Jahre entwickelt hat, dass das einfach so weitergeht. Wir kommen in eine komplett neue Situation hinein, wo die Dinge brüchig werden, instabil, wo sich ganz abrupte Veränderungen geben, materiell, aber auch im Bewusstsein der Menschen. Das kann in alle Richtungen gehen, ja, auch in sehr unangenehme Richtungen. Ja. Das ist, glaube ich, das ist mein Ausgangspunkt. Ja. Der zweite Ausgangspunkt ist, eine nachhaltige Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft ist unmöglich, ist strikt unmöglich. Ein Beispiel, was habe ich schon vorhin angedeutet. Ein Umbau des Energiesystems auf sogenannte erneuerbare Energien ist gigantisch ressourcenaufwendig. Und das in einer Situation, wo der Weltenergiebedarf, das hat gestern Daniel Danura schon erwähnt, zu 80% auf CO2 beruht. Das heißt, die ganzen Umbaumaßnahmen, die stützen sich ja immer noch auf CO2-basierte Energieträger. Ja? Das heißt, diesen ganzen zusätzlichen Aufwand müssten wir eigentlich bei unserem Budget, was uns noch übrig bleibt, berücksichtigen. Das wird eigentlich oft nicht gemacht. Das heißt, die Situation ist absolut dramatisch. Und das heißt, wir können nur weiterkommen, wenn wir mit der Logik des Profits und überhaupt der Akkumulation von Kapital brechen. Und darum finde ich den Hinweis von Laura, dass man über Kapital spricht, wirklich angemessen. Das ist wichtig, ja. Zugleich haben wir aber das Problem dieser gigantischen Kluft dessen, was nötig ist und wie und dem Bewusstsein breiter Teile der Bevölkerung, aber auch breiter Teile der lohnabhängigen Bevölkerung. Jetzt, um da vorwärts zu kommen, sehe ich eigentlich drei strategische Achsen. Erstens, eine Achse ist der fossile Bereich der Ökonomie. Das heißt Energie, Automobil, Luftfahrt. Und selbstverständlich auch die Rüstungsindustrie, wird oft vergessen, muss in Fokus genommen werden. Und diese Industrie ist weitgehend runterzufahren. Also die Rüstungsindustrie komplett und die Luftfahrtindustrie sehr stark und die Automobilindustrie wahrscheinlich auch um etwa 90-80%. Ja, das ist eine gigantische Herausforderung. Und
Das ist nur möglich mit einer gesellschaftlichen Aneignung dieser Industrien. Dieser Rückbau ist unter kapitalistischen Bedingungen letztlich unmöglich. Er kann angerissen werden, aber er kann nicht unter kapitalistischen Bedingungen durchgeführt werden. Das halte ich für unmöglich. Und die dritte Achse, Entschuldigung, die zweite Achse ist eben die gesellschaftliche Aneignung. Und die dritte Achse ist vielleicht für die Schweiz sehr relevant, ist von Land zu Land unterschiedlich. Ich denke, man muss auch den Finanzsektor ins Zentrum der Diskussion rücken. In der Schweiz vor allem beispielsweise die kapitalgedeckte Altersvorsorge, was ein gigantischer Verschiebebahnhof von Kapital ist, von Kapital, was wieder in die fossilen Sektoren geht, um profitable Erträge zu erwirtschaften. Ich glaube, man muss diesen breiten Bogen schließen. Jetzt zur Umbauperspektive. Ich glaube, man muss da ganz prinzipiell Leben vor Kapital stellen. Ja? Also wir sind für das Leben und gegen das Kapital. Und ich denke, eine Umbauperspektive muss mindestens vier Dimensionen gleichzeitig miteinander verbinden und gleichzeitig denken. Und da habe ich auch ein kleines Schema gemacht, um das so auch zu verdeutlichen. Wir müssen einerseits die biologische, chemische und physikalische Beschaffenheit der Produktion beachten. Das wird oftmals vergessen. Und wenn man das macht, wenn man es ernsthaft macht, sieht man auch die Tragweite der Herausforderung. Und dann sieht man auch, dass ein grünes Wachstum oder eine Green Economy nicht möglich ist, also unter kapitalistischen Bedingungen. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Das wäre jetzt eine lange Debatte, das zu belegen. Ich setze jetzt das einfach mal, um die Diskussion zu provozieren. Gleichzeitig muss man aber auch die Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Also das heißt, die Qualität der Arbeit, wie arbeiten die Menschen, was arbeiten sie? Und ganz zentral die Gesundheit. Das ist gerade in Zeiten der Pandemie etwas, was leider sogar die Gewerkschaften vergessen haben. Das heißt, eigentlich die subjektive Rolle der Menschen im Produktionsprozess. Das ist selbstverständlich zu verbinden mit der ökonomischen Seite der Wertschöpfungskette. Wie sind die Produktionsprozesse organisiert? Und gleichzeitig sind diese Aspekte in einem emanzipatorischen Sinne nur eigentlich verwirklichbar eben unter einer demokratischen Kontrolle und eigentlich würde ich sagen unter Bedingungen eines Prozesses der gesellschaftlichen Aneignung, so wie ich das nenne. Wenn wir jetzt den Verkehr anschauen, müssen wir, glaube ich, die Automobilindustrie, die Eisenbahnindustrie, die Luftfahrtindustrie gemeinsam denken. Ja? Und zwar sowohl von der Produktion her, wie natürlich auch vom Transport. Hier habe ich Zahlen beispielsweise, die auch die Tragweite von der Verkehrsseite her sehen. In Deutschland beispielsweise ist der Anteil der Verkehrsträger im Personenverkehr ist frappierend, wie da nach wie vor der motorisierte Individualverkehr absolut dominierend ist. Ja? Und dass trotz aller grünen Diskurse und so weiter Erzählungen sich da eigentlich substanziell nichts im Besseren verändert hat. Ja? Das heißt, der Schienenverkehr hat eine geringe Bedeutung. Wenn wir das im Nahverkehr hat der Schienenverkehr tatsächlich an Fahrgastzahlen zugelegt, aber im Fernverkehr hat er sogar in der langjährigen Entwicklung komplett stagniert oder ist sogar zurückgegangen. Ja, was eigentlich von der Verkehrsseite ein komplettes Fiasko ist. Jetzt, ich argumentiere dafür, dass wir die Automobilindustrie und die Bahnindustrie und die Luftfahrtindustrie versuchen, gemeinsam zu denken. Ja? Das ist jetzt nur zur Illustration. Auch in der Bahnindustrie gibt es Kapital, gibt es kapitalistische Unternehmen, die heißen halt anders. Das sind dann Siemens, das ist Alstom, das war mal Bombardier und das sind eine ganze Reihe von anderen Konzernen. So wie sich die Frage des Umbaus bei der Automobilindustrie stellt, so stellt sie sich auch bei diesem Konzern.
aber etwas anders. Aber wir müssen es gemeinsam denken. Wenn wir an die Luftfahrtindustrie denken, dann käme noch Airbus und das ganze Zulieferersystem von Airbus in die Rechnung hinein. Die Beschäftigten, vor ein paar Jahren gab es in Deutschland etwa 160.000, 170.000 Beschäftigte im Bahnbereich. Und wenn es gibt Ansätze von Studien, die überlegen, was würde passieren, wenn man die Bahnindustrie um den Faktor 2 oder Faktor 2,5 erweitert. Das wäre natürlich mit einem ziemlichen Beschäftigungseffekt verbunden. Hier haben wir die Standorte der Schienenfahrzeugindustrie. Das sind unterschiedliche Konzerne, wie wir sehen. Und da könnte man, wenn man jetzt das gesamtpolitisch denkt, natürlich so wie wir die Autoindustrie gedacht haben, wo die sind, einschließlich Zulieferer, sind natürlich die auch verortet. Jetzt beispielsweise in Deutschland, in der Schweiz gibt es auch solche Standorte. Dann müsste man überlegen, wie man natürlich auch mit diesen Beschäftigten in Kontakt tritt. Ja, das ist noch zur Illustration, was das für Firmen sind. Wie bei der Automobilindustrie gibt es aber auch bei der Eisenbahnindustrie Umwälzungen. Ja? Die Konzerne regruppieren sich neu. Alstom hat den kanadischen Konzern Bombardier übernommen. Seit einiger Zeit wächst die chinesische Industrie mit großer Geschwindigkeit. Der mittlerweile größte Schienenfahrzeugkonzern ist ein chinesischer Konzern. Und auch da stellt sich die Frage aus Kapitalsicht, ja, wie können jetzt Alstom, Siemens Mobility und Stadler in der Schweiz letztlich im weltweiten Wettbewerb gegenüber den chinesischen aufstrebenden Konzernen ihre Position verteidigen oder ihre Position ausweiten. Jetzt zur Mobilitätswende. Ich glaube, man muss Dinge systemisch zusammendenken. Einerseits eine Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, ganz banal, also Fuß und Rad in der Stadt, eine Stadt der kurzen Wege, einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, einen Ausbau des öffentlichen Fernverkehrs. Und zugleich, und das muss man offen kommunizieren, geht es darum, den motorisierten Individualverkehr sicher um 80-90% gesamtgesellschaftlich zu reduzieren. Das ist einfach mal so eine grobe Schätzung. Was übrig bleibt, sind natürlich nötige Verkehre noch in entlegenen Siedlungsgebieten, wo der öffentliche Verkehr schwierig zu erschließen ist. Aber der private motorisierte Individualverkehr muss eigentlich als solcher in Frage gestellt werden. Ja, was natürlich gerade für Deutschland und die Schweiz verrückt anmutet. Ja. Gleichzeitig ist eigentlich der Flugverkehr bis zu 1000 Kilometern ebenfalls in Frage zu stellen. Jetzt, wie könnte man das konkret ansehen? Einerseits denke ich, muss man die Frage, wie das organisiert wird, ebenfalls in die Diskussion reinbringen. Das heißt, es braucht eine öffentliche Bahngesellschaft, eine Bahn, die Schiene, Betrieb, Infrastruktur, Bahnhöfe praktisch integriert vereinigt. Und es braucht letztlich auch eine Aneignung gesellschaftlich, beispielsweise der Lufthansa oder anderer, der Swiss oder der AUA oder welche, wie sie auch immer heißen mögen, der Fluggesellschaften. Und die müssen praktisch integriert werden in ein gemeinsames öffentliches Unternehmen, was nicht die Aufgabe hat, profitabel Flugreisen oder Eisenbahnreisen anzubieten, sondern ein solcher integrierter, öffentlich kontrollierter Konzern hat die Aufgabe, den Menschen Mobilitätsangebote zu machen, die vier Faktoren, die ich zu Beginn genannt habe, also biologisch, physikalisch, chemisch und die sozialen Komponenten gleichermaßen berücksichtigt. Das ist nämlich dann bereits letztlich etwas, was die kapitalistische Dynamik von Konkurrenz natürlich in Frage stellt. Ja? Wie könnte jetzt eine integrierte Transportinfrastruktur oder Industrie aussehen? Ich würde da eigentlich auch einen Schritt weitergehen und argumentieren, eigentlich steht nichts anderes an, als letztlich die Zerschlagung dieses Kapitals, was Laura erwähnt hat. Ja, also Volkswagen, Daimler, BMW und wie sie auch immer heißen mögen, müssen
haben als solche, wie sie jetzt existieren, gesellschaftlich keine Existenzberechtigung mehr. Desgleichen die Luftfahrtindustrie wie Airbus. Und da ist noch dazu zu sagen, dass die Luftfahrtindustrie eine sehr, sehr starke militärische Komponente hat. Ja? Also zum Beispiel, jetzt hat ja aus politischer Verrücktheit die Linke den Klaus Ernst als Vorsitzenden nominiert für den Bundestagsausschuss Energie und Klima. Und dieser Mensch hat sich nicht entblödet, auf Twitter in die Runde zu fragen, mal als es um eine Förderung von Luftfahrt geht, zu fragen, ob das auch praktisch eine sinnvolle linke Perspektive ist, dass da Geld, öffentliches Geld reingesteckt wird, was aber de facto Rüstungsindustrie ist. Ja. Und dann haben wir die Eisenbahnkonzerne und da haben wir Siemens, wir haben Alstom, wir haben Stadler und wir haben die vielen Zulieferer. Und was ich jetzt einfach mal so die Diskussion in die Runde stelle, ist, eigentlich müsste man die Forderung in die Runde bringen, dass wir einen öffentlich kontrollierten Transportkonzern haben, der diese Industrieprodukte, Bahnen, Busse, digitale Anwendungen und so weiter, letztlich integriert plant. Und das ist natürlich verbunden mit einem gigantischen Transfer von Personal von der einen in den anderen Bereich, mit der Verlagerung von Kreativität, mit der Verlagerung von Kompetenzen. Und das geht natürlich letztlich nur durch Druck und Organisierung von unten. Warum habe ich jetzt den Bogen so breit geschlagen? Weil ich denke, dass die, also jetzt beispielsweise der Widerstand, das Beispiel der Bewegung um Bosch herum ist ein, oder von, was Matthias angedeutet hat, von Mahle, das sind wichtige, konkrete Erfahrungen. Ich glaube, dass wir zeitgleich oder parallel auch praktisch eine Vision brauchen, eine Erzählung, wie man den gesamten Transportverkehr oder die gesamten Mobilitätsbedürfnisse auf eine ökologisch verträgliche und auf eine gesellschaftlich emanzipatorische Weise organisiert. Ja, und da müssen wir aus dem Klein-Klein rauskommen und gleichzeitig beginnen, eine große Erzählung in die Runde zu werfen. Auch wenn das vielleicht im Detail nicht komplett ausgereift ist, das ist eine Frage, man kann solche Konzepte nicht am Reißbrett irgendwie allein entwickeln, sondern es ist Gegenstand von Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Konversion eigentlich in einer anderen Situation ist, als die Erfahrung, die wir in den 70er Jahren hatten, wie das Beispiel von Lucas Aerospace in England oder das Beispiel der deutschen Werften, wo es sektorale Konversionen gab. Wir sind jetzt in einer anderen Situation, wo wir eigentlich von der globalen Situation her denken müssen, eines kompletten Umbaus der industriellen Grundlagen. Und ich glaube nicht, dass wir eine Stufentheorie entwickeln können, dass wir zuerst sagen, wir machen die Revolution und dann stellen wir alle anderen Fragen danach. Ja, das ist eine komplett absurde Vorstellung. Aber die umgekehrte Stufentheorie, ja, wir beginnen jetzt im Kleinen, die Sachen besser zu organisieren und der revolutionäre Prozess kommt irgendwann. Das ist die umgekehrte Stufentheorie, die ist auch nicht tragfähig. Das heißt, wir müssen die Dinge gleichzeitig miteinander integriert anpacken. Das klingt vielleicht etwas größenwahnsinnig, aber ich sehe keine andere Alternative. Und wir müssen wirklich die gesellschaftlichen, die ökonomischen und letztlich die physischen oder biologischen Prozesse gemeinsam denken und dann eben auch denken, wie man so einen Umbauprozess organisiert, was die Trägerinnen sind und wie man das letztlich auch industriell letztlich anpackt. Jetzt kommt noch eine große Einschränkung oder eine große Schwäche dessen, was ich gesagt habe. All das, die Wertschöpfungsketten sind ja nicht organisiert in der Schweiz oder im Container Deutschland. All diese Wertschöpfungsketten, die ich vorhin angedeutet habe, sind auf mindestens europäisch und manchmal sogar global. Ja, die Produktionsschritte sind ja zergliedert. Ja. Und das lässt sich auch nicht kurzfristig so aufbrechen. Das heißt, es stellt sich zugleich die Frage, wenn wir die Konversion in Deutschland oder der Schweiz stellen,
Beispielsweise Stadler, Eisenbahnbauer Stadler in der Ostschweiz, hat ein großes Werk in Minsk, in Weißrussland, ja, wo die Triebwagen, die Züge billiger hergestellt werden als in der Schweiz. Wenn wir die Frage nach der Konversion stellen, nach einem integrierten Mobilitätskonzern, muss man sich die Frage auch stellen, was passiert mit den Produktionsstandorten in Tschechien, in Ungarn oder in diesem Falle in Weißrussland. Ja? Bei der Automobilindustrie desgleichen. Ja? Sind wir dafür, die IG Metall oder die klassische Gewerkschaftsposition ist dafür, dass man Produktionen wieder zurückholt. Ja? Das ist Reshoring. Was aber natürlich zu Lasten der Beschäftigten, von Arbeiter und Arbeiterinnen in anderen Orten geht. Das ist aus einer globalen Perspektive keine solidarische Perspektive, ja? Sondern man muss letztlich versuchen, das großmaßstäblich anzupacken. Und das ist natürlich letztlich eine große Herausforderung, auf die ich jetzt keine Antwort habe, aber ich wollte das einfach mal anreißen, dass man diese Dinge gleichzeitig denkt. Und zentral ist, keinen Bogen um die Eigentumsfrage zu machen. Ich verwende nicht so sehr das Wort Enteignung, obwohl das jetzt in Deutschland gut eingeführt ist aufgrund der Kampagne in Berlin. Ich verwende eher den Begriff der gesellschaftlichen Aneignung und da einen positiven Prozess anzudeuten. Aber das ist letztlich nur eine begrifflich-taktische Frage. Es geht letztlich um die demokratische Kontrolle, wie wir arbeiten, wie wir produzieren und letztlich aber auch, wie wir uns reproduzieren. Vielen, vielen Dank, Christian, für diese Intervention. Wir haben bereits einige Wortmeldungen, auch noch von der letzten, vom ersten Teil von Matthias. Und auch im Chat wurde schon fleißig kommentiert und auf verschiedene Webseiten und Broschüren hingewiesen. Das darf natürlich sehr gerne weiterlaufen. Ihr dürft euch auch gerne melden mit der Handhebefunktion. Wir würden jetzt zur gemeinsamen Diskussion übergehen und die erste Frage, die ich vielleicht noch kurz dran nehmen kann aus dem Chat, ob wir die Slides von dir, Christian, ob du vielleicht, darf man die eigene E-Mail-Adresse hier in den Chat schreiben oder was wäre vielleicht am besten? Sind die sowieso schon irgendwo verfügbar?